LTE und drücke X, um den Reptilrollsprint zu verwenden und einen Angriff Wumms zu verleihen. Nutze L, um bei Rampen und Rutschen hoch hinauszukommen. Das werden wir uns merken, Pausers. Danke. Okay, mehr kann man nicht kaufen. So schnell schon weg. Zögern nicht das Angebot, gell? Nur kurze Zeit. So, wie war das jetzt? Nee. Hä? Ah, okay. So, jetzt können wir auf jeden Fall die verbrauchte Menge Energie. Jetzt können wir auf jeden Fall die eine Aufgabe lösen, aber ich weiß immer noch nicht, was es damit auf sich hat. Oder sind das die, Alter? Ich hoffe, das sind nicht die Dinger, um die Welt zu vergrößern. Meins, meins, meins. Halt. Hör doch da jemanden. Ach, da oben vielleicht. Was ist das? Muss ich hier vielleicht... Ah, okay. Was denn das? Münze! Nein! Ja, komm. Aus Prinzip. Boah, krass, wie ich sowas hasse. Münze! Alter. Noch drei Münzen. Oh, hier geht's wieder nach unten. Aber was ist denn da? Komm ich hier wieder hoch, wenn ich hier runtergehe? Den machen wir auch fertig. Ich sehe ja seine Freunde vermisst, oder? Wenn ich hier runtergehe, da ist nichts, ne? Also gehen wir den Weg. Ich muss alle Federn sammeln. Also schön langsam. Und jetzt? Das war's, oder was? Na gut. Aber wir können jetzt hier lang. Das können wir jetzt machen auf jeden Fall. Sehr schön. Ach, wollen wir jetzt jedes Mal machen? Einmal hätte doch gereicht, um zu verhindern, dass wir hier so reinkommen. Noch was? Nö. Uah. Die wollen wir alle haben hier. Da ist ja die besondere Karte. Das wird ein Kinderspiel. Ich hoffe. Hey. Yeah. Hey.
Habt ihr ein paar Gegner gesehen? Ich habe gehört, dass ein Gegner sein. Warte, komm doch mal her, Kollege. Warte, wo ist denn du hin? Ich suche Gegner. Ich suche Gegner, hallo. Habt ihr Gegner gesehen? Ah, nee. Ich werde es doch machen müssen. Die Energie haben wir doch gar nicht. Ja, das haben wir niemand getroffen. Ich will mal meine Energie aufladen. Hallo? Ist die blöde Karte noch da oben? Alter, so stimmt's wohl. Hey, wo ist die blöde Karte? Die ist da drin. Ups. Dankeschön. Und das ist meine besondere Karte. Bringt sie mir schnell. Ja. War jetzt ganz easy, ne? So. Wir haben deine Schummelkarte gefunden. Automatenkopf. Und keine Sekunde zu früh. Kapital B hat gedroht, einen Verkaufsautomaten aus mir zu machen. Und zwar keinen, der Essen verkauft. Hier, nimm diese Gewinnmarken. Als Belohnung in einer Stunde habe ich die eh wieder drin. Ja, danke schön. Aber das wird Kapital B auch nicht gefallen, dass du uns die gibst. So, was haben wir denn hier noch alles? Jetzt gehen wir uns mal verwandeln, ne? Hallo! Oben ist eine Münze. Eine Feder. Ich will die Feder haben. Wie kommt man denn da ran? Ach, von oben wahrscheinlich. Na gut, wir verhandeln uns mal. Mal sehen, zu was wir werden. Du schleppst noch immer diesen Laser mit dir rum, Doc. Ich dachte, mittlerweile wärst du auf ein kleineres Modell umgestiegen. Da hast du recht. Es wartet noch eine Menge Arbeit und noch immer ist dieser grauenhafte Kapital B auf freiem Fuß. Apropos, ich habe einen großen Durchbruch bei meinem unglaublichen DNA-Tor gemacht. Meine nächste Transformation ist einfach spektakulär. Habt ihr das Molekül dieser Welt schon gefunden? Ja, Logo. Wir haben das Ding. Doc, lass uns wissenschaftlich. Erstaunlich, stell dich einfach vor meinen DNA-Tor. Gott, ich will gar nicht wissen, was die jetzt wieder aus uns macht. Seid ihr bereit zur Transformation? Jawohl. Oh Gott, ich will es gar nicht sehen. Ein Helikopter. Im Handbuch sah das ganz anders aus. Der Helikopter funktioniert so. Mit A steigst du, mit LT sinkst du und Vorsicht mit X, damit feuerst du tödliche Raketen ab. Das klingt ziemlich gut. Seid ihr bereit zur Transformation? Nein. Ach, das sind hier die... Okay, davon muss ich mal einen Screenshot machen. Das ist echt dämlich. Okay, aber ich hätte da eine Idee, wie ich da rankomme. Krass, Alter. So, können wir dem jetzt helfen hier?
Hey, hallo, beachtet mich gar nicht. Ich bewundere nur den tollen, dass der kostenlose Taxiservice für Ritter. Könnt ihr mir bitte helfen? Ja, klar. Grandios, ich hatte heute Morgen hochadligen Stress und habe meinen Busausweis vergessen. Hier ist mein Hinweis. Mich dorthin zu fliegen, mein Kinderspiel nennt, sofern man alle Bäume kennt. Verstanden? Nö. Mich dorthin zu fliegen, was man Kinderspiel nennt, sofern. Okay, ich habe keinen Plan, wo der hin will. Okay, ne, ich habe absolut keinen Plan, wo der hin will. Dafür kenne ich auch, glaube ich, die Map einfach noch nicht gut genug. Wenn die Dinger so kaputt machen. Zu langsam, ja, nein. Shit. Okay, ich hab null Plan, wo der hin will. Aber kann ich sonst noch was mit dem Heli machen? Weil im Normalfall ist ja die Verwandlung nur für eine Aufgabe. Ah, okay, man kann die Dinger also kaputt machen. Hallo, ich würde die Münze haben. Die Münze, die Feder. Muss sein. So, was? Also kam ich glaube zurück. Hallo. Ich habe da was gesehen. Dankeschön. So, was haben wir denn hier noch? Da gibt es noch das Roulette-Feld. Alter, gibt es noch so viel. Unter Wasser müssen wir auch noch. Da kann man scheinbar auch irgendwie rausspringen. Und wir können uns die Münzen ja eigentlich auch so holen. Ups. Na gut, wir wollten ja eh unter Wasser. Jetzt schon alles, aber nein, nein, ich guck ihn mal weg. Okay, das Vieh. Wir holen schnell mal die Münzen hier unten. Dankeschön, 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 Dankeschön. Alter, sind hier viele, ey. Bin genauso nervig wie diese blöden Bienen. Mal mit der Frau Doktor reden hier, was ihre ganzen Geschwister hier machen. Ja, komm her. Ja, hau ab. Nein, gib her. Ja, ich nenne neue Furzblase. So, da ist noch eine Feder. Dann haben wir jetzt glaube ich schon alles. Eigentlich, das ist noch eine Feder. Dann war es das schon, würde ich sagen.
Schnell raus hier aus dem blöden Becken. So. Was haben wir gemacht? Dann gehen wir mal einfach hier weiter. Dann weiß ich aber jetzt nicht, wie das geht. Ich dachte, wir fahren uns um was Kleines und können dann da vielleicht hoch. Also auf jeden Fall noch so ein blödes Schwein. Hä, wir kommen ja doch hier rein. Nur einfach, hä? Okay, ich glaube, das ist ein Bug. Wir sollen da nicht rein. Ja, aber was muss ich denn hier machen? Wir gehen ja vielleicht erst noch das Level erweitert haben. Kommen wir jetzt hier durch? Kommen wir denn hier durch? Sehr merkwürdig. Oh, da oben ist noch jemand, der hat eine Aufgabe für uns. Gehen wir mal zu ihm. Hier vielleicht mal ein bisschen vorwärts kommen. Hallo. Ui, eins. Achso, ich kann die ja nicht mehr so einsammeln. Hallo. Herr Reinspaziert. Hier gibt es das unterhaltsamste, am wenigsten verdächtige Gleitspiel der Stadt. Hallo, wir würden gerne dein unterhaltsames, überhaupt nicht verdächtiges Gleitspiel ausprobieren. Natürlich würdet ihr das. Gerne nur ein verwirrter Vogel würde sich so ein lukratives Abzug Gelegenheit entgehen lassen. Ihr müsst nur das Ende meines Kurses erreichen und unterwegs durch jeden einzelnen Reifen gleiten. Ganz einfach, also, was meint ihr? Ja, Logo, machen wir das. Hört sich doch ganz simpel an. Wir versuchen es mal. Hervorragend, aber passt auf, dass ihr bei den Sprüngen nicht euren Geldbeutel verliert. Hier gibt es nämlich eine Menge Diebe. Ja, einer steht vor mir. Okay, Was? 2 Minuten haben wir Zeit? Krass, das ist ein verlanger Kurs. Das ist das, was wir vorhin schon gemacht haben. Krass. Deswegen gibt es hier auch so viele. Scheiße. Okay, man hat ja in der Regel relativ viel Zeit, aber es gibt. Ja, das. Mann, ich hätte verdammt die einsammeln sollen. Jo. Passt doch. Potzblitz, ihr habt es bis zum Ende geschafft. Dafür lande ich sicher auf dem Schrottplatz. Oh, jetzt guckt er ganz traurig. Aber wir kriegen fette Münzen. Jawohl. Oh, plus 5 Stück. Wir haben schon wieder. Wir haben schon 34. Geil. Okay, dann haben wir das auch gemacht. Wir sollten aufhören, die Rätsel zu machen, bevor wir überhaupt. Also hier diese ganzen komischen Parcours abzugehen, bevor wir die Aufgabe dazu kennen. Ja, komm, hau ab. So, wo ist denn der Kollege, der uns jetzt sowas gibt? Den können wir umschmeißen. Das wollen wir aber nicht. Ich will nämlich hier hoch. Muss er irgendwo so Automat stellen, der uns hier was dazu gibt? Ja, gibt auf jeden Fall ein paar Federn. Ich wollte gerade schon wieder Münzen sagen.
Oh Mann, ah, hier ist ein Golfball. Müssen wir das hier vielleicht einfach selber spielen? Ach, guck mal hier. Da steht doch einer. Zack, 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 danke. Na, du Automat. Du nicht verdächtig aussehender Automat. Wir machen mal ganz kurz 2 Minuten Pause. Ich muss hier mal kurz gucken, ob genug Platz auf der Platte ist. Geht gleich weiter. So, bin ich auch schon wieder. Hier ist noch ein bisschen Platz. Willkommen, Opfer, Topstars. Lust auf eine Runde Golf, ja? Wir haben ehrlich gesagt noch nie Golf gespielt. Aber wir probieren es mal aus. Wenn man schon mal im Kapitalcasino ist. Ausgezeichnet. Ich erkläre dir die absolut nicht unfairen Regeln der Casino. Was? Der absolut nicht unfairen Regeln der Casino-Golfs? Was? Regel 1. Der Abschlag muss mit Kraft erfolgen. Wir empfehlen den Move Reptilramme. Regel 2. Befördere den Ball ins Loch, wo die Zeit abläuft. Regel 3. Alle Patches müssen vor Beginn der Runde bei mir hinterlegt werden. Keine Angst, ich passe gut auf sie auf. Bei dieser letzten Regel bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube, die ignorieren wir lieber. Oh, da guckt er ganz traurig. Okay, hier ist der Ball. Was ist das? Hä? Okay, sieht ja cool aus. Schnell mal einen Screenshot machen. Ach so. Ja, wir haben natürlich. Haut ab. Das ist auch ein Spiel, aber wir machen erstmal das. Wir gehen erstmal wieder hoch. Oh Mann, das mit dem Golfball nervt mich jetzt schon. Oh, kurz mal. Ich sitze auch schon wieder halbe Ewigkeit auf dem Scheißstuhl hier. Oh Mann, ey. So. So, mal eben alles zurechtgerückt. Ja. So, wir müssen bestimmt den Knopf drücken, ja? Okay. Hä?
Ja, das Loch ist ja ganz unten. Und nee, so. Boah, ich dachte schon, der wäre jetzt nicht runtergefallen hier. Ball mit Schwung. Nein. Regel Nummer 4 für Casino Golf. Wenn der Ball das Gebiet verlässt, wird die Runde zurückgesetzt. Das hast du nicht gesagt, mein Freund. Das hast du nicht gesagt. Das glaube ich weiß, was der macht. Der setzt es nämlich zurück, ja. Da haben die Entwickler gewusst, dass ihr Scheißball gerne mal die Fliege macht. So, wir machen das gleich so. Zack, 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 komm, das geht nämlich viel einfacher. Okay, das geht vielleicht doch nicht so viel einfacher. Komm los. Ja. Also von der Zeit her ist es ja gar nicht so problematisch eigentlich. Wir waren jetzt gut in der Zeit, würde ich sagen. Ah, wenn die Idioten nicht im Weg rumstehen würden, würde das sogar noch ein bisschen schneller gehen. So, ist einfach so direkt hier runter. So. Ja, sieht doch gut aus. Nein, geht nur aus der Sonne. Er rennt doch nicht gegen meinen Ball. Nein, 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 der Ball muss es doch, nicht ich. Das habt ihr falsch verstanden, meine Kollegen hier. Geh mal weg. Ich sag, geh mal weg. Keine Zeit mit dir zu spielen. Jetzt roll doch mal da rein. Du komischer kleiner Ball. Bitte. Oh nein, ich meine, nein. Wie schön. Wir haben wohl einen Gewinn, ja. Seufzt, streicht euren Preis ein und habt noch einen reizenden Tag. Ja, ich weiß, wer da auch zu einem Automaten verarbeitet wird. So, wir müssen mal dahinter. Da hinten war nämlich Federn. Ich wollte schon wieder Münzen sagen. Wir ignorieren das einfach. Ganz, ganz knallhart ignorieren. Geh weg. So, zack, zack, zack. Und zack. So hat er eine Hose auf dem Kopf. Wieso? Wieso, 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 wieso? So. Du musst sie mitnehmen. Es geht leider nicht anders. Es geht wirklich nicht anders. So, dann würde ich sagen, machen wir das mal mit dem Roulette. Da haben wir den Eingang gerade auch zu sehen. Ach komm, nur dann nicht. Dumm, geh mir aus dem Weg, mein Kollege. Und zack. Ah, jetzt haben wir das. Okay. Kriegen wir denn mehr Münzen, wenn wir nochmal mit dem spielen? Kaum zu glauben, dass ihr hier gewonnen habt. Dafür werden sie mich stilllegen. Okay, nee, wir können nicht nochmal spielen. Wir können aber mal darüber gehen, wenn wir schon hier oben sind. Und hier eine Plattform hin und her fährt. Macht ja Sinn, ne? Ich meine, das Teil da oben haben wir schon eingesammelt, aber wir können ja mal gucken.